Hallo ihr lustigen Weltraumstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu, ja, Battlestar Galactica Deadlock immer noch. Die Situation ist immer noch prekär. Ich weiß immer noch nicht, warum wir unseren lustigen Sprungantrieb nicht so richtig einsetzen können, um wild in der Gegend rumzuspringen. Wir müssen wieder hierhin springen. 180 fucking Tyllium, als ob wir das Geld dazu hätten. Helios Alpha. Das Ding hier wird, glaube ich, immer noch gebaut. In einer Runde ist es fertig. Würde mich 190 kosten, das ist sofort zu machen. Ich mache das jetzt aber sofort. Ich möchte dieses Schiff jetzt hier in der Hauptflotte haben. Das ist mir ein großes Anliegen. Und das hier war ja, wie gesagt, eine kleine Flotte. Vielleicht kann ich die jetzt hier weghauen. Ich hoffe es. Detected a Cylon Strike Fleet, Sir. Es ist also eine Strike Fleet. Ich dachte, es wäre was Kleines. Scheiße. Fleet Group is jumping in 3, 2, 1. Sind sie? Ah, okay, das geht. Das ist nicht so viel. Eine Sekunde lang dachte ich echt, also das wäre jetzt wieder was Großes. Strike Fleet. Ja gut, damit kann man arbeiten. Ich glaube, ich mache das jetzt doch wieder so hier mit Z. 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 Ah, den die Daedalus wirft, die lassen wir mal schön. So say we all. Ist, dass die jetzt hier auf die verschiedenen Ebenen kommen wieder, wie immer. On it, Commander. Deutlich weiter runter und du fliegst schon mal in die Richtung. Oromon heißt die. Aus Pokémon entfleucht dieses Schiff. Okay. Dann fliegen nochmal aggressiv eine ganze Runde. Tun die Flotte allerdings jetzt schon mal hier so ein bisschen zusammenbringen. Und die ersten, die dürfen jetzt hier sich schon Ziele suchen. Yes, sir. Nein, das da bitte. Jawollo. Ist gut, dass das ist das erste, wo ich nach rechts klicke, gleich der Raider-Trupp ist. Yes, sir. Sie hat sich gerade so. Hat gerade so ausgesehen, als ob die sich so rückwärts bewegt hätten, ne? Kam euch das auch so vor? Mir kam es so vor. So, runter. Yes, Commander. Nur leicht eindrehen. Das ist das, was ich haben will. Vielleicht dürfen wir auch Sichtkontakt haben. Hostile Unit identified. Damit geht's also los. Jetzt mit Raketen und so. Also benutzen wir jetzt mal X. Ja, komm. Missiles on their way. Gleich auf den ersten, würde ich sagen. Missile tubes prepped. Wenn wir einen gleich rausknallen können, warum nicht? Ach, bei ihm ist es jetzt wieder Z, richtig. Vergesse ich immer. Das ist immer wieder. Das ist irritierend. So. Wir machen euch jetzt hier deutlich langsamer, aber feuerkräftiger. Gerade in der ersten Phase des Gefechts finde ich das unglaublich wichtig, dass man weit schießen kann. So. Einfach mal draufballern. Yes, Commander. Gar nicht so weit, sondern jetzt eher an Höhe verlieren.
Yes, Commander. Er zielt sowieso schon sehr gut. Ja, da kommen mehr Raketen. Jetzt bitte, dass man die Raketen nicht abschießen kann. Guck mal, wie er versucht abzuhauen. Missiles incoming! Mit den ganzen Geschenken, die jetzt auf ihn lauern hier. Runter. Understood. Runter. On it, Commander. Yes, Commander. Läuft eigentlich. Der ist raus. Hätte ich mir echt noch Raketen sparen können. Manticore is taking damage. Ich möchte diesen Manticore nicht verlieren. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen schicke ich sie jetzt wirklich weg. Understood. So say we all. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas. Ich bin noch, glaube ich, knapp außer Reichweite, aber lassen wir doch mal die Vipers hauptsächlich arbeiten. Manticore is taking damage. Ja, die Manticore kriegt ordentlich Schaden. Und damit ist jetzt auch die Talon hier befreit von allen Panzerungssorgen. Wir hauen jetzt hier einfach wirklich ab. Ganz klipp und klar einfach mal die Land gewinnen. Hier muss ich nach wie vor sehr vorsichtig sein, dass sie sich jetzt hier nicht gegenseitig in die Quere kommen. Aber das sollte nicht passieren, so wie das aussieht. Und damit frisst die Talon jetzt hier auch ordentlich Schaden. Ist raus. Und es gibt nur noch zwei Nemesis. Boah, dieses Durcheinander hier. Yes, Commander. Und du ebenso runter. Yes, sir. Das ist schon ein Spiel mit dem Feuer, was ich hier mache mit der Formation, ne? Und mit Raketen. Was mir zeigt, dass ich hier die Raketen nutzen kann. Oh, der schießt auf die Station. Gut, schön. Fangen wir mal unten jetzt an. Yes, Commander. So say we all. So, und damit ist jetzt hier wieder X am Start. Zweites Schiff. Understood. Ich schieße jetzt nicht auf dasselbe Ziel mit allen Raketen. Wir haben vorhin ja gelernt, dass das technische Overkill ist. Missile tubes prepped. Aber leider existiert der Gegner noch. Zu meiner Verwunderung. Yes, Commander. Drehen ein. Understood. Aber jetzt. Jetzt bekommt er das, was er sich gewünscht hat. Meine volle Aufmerksamkeit. Schön weiter eindrehen. Yes, sir. Formationsflüge. Die machen einfach Spaß. Ja, du haust einfach weiter ab. So, wir gucken uns ausnahmsweise mal nochmal hier den Sieg dann an. Also das Replay. Roms. Darauf habe ich jetzt Bock. Mal wieder. Weil es so schön war. Einfach mal die Wiederholung starten. Das sind ja, glaube ich, wirklich die diese kleinen Löcher da seitlich. Sind es die Kanonen oder sind es die Hangare? Ich glaube, das sind die Kanonen. Aus Viper-Sicht einfach. Selbst, also selbst, dass die dargestellt sind, finde ich einfach nur eindrucksvoll bei dem Spiel. Und los geht's. Jetzt
haben wir die Sicht aus der Sicht der Raider. Die Löcher sind tatsächlich die Hangare, so wie es aussieht, und drüber sind die Kanonen. Das Ding wird auch voll in die Mangel genommen, bis es dann einfach explodiert. Tja, nochmal ein Versuch, Raketen um uns abzufeuern. Das war der Moment, wo ich realisierte, ich hätte auch Raketen benutzen können. Viper sind big. Das mit dem Hacken ist das Einzige, was ich noch nicht so ganz begriffen habe. Warum das halt ausgerechnet die Zylonen halt so gut können und wir Menschen irgendwie gar nicht. Ich meine, ich glaube, es ist schon klar, das soll irgendwie so die Affinität der Maschine zu Maschine irgendwie zeigen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schräg. Denn schließlich haben wir ja die Zylonen erschaffen. Ne? Gut. So haben wir das jetzt ausgeschaltet. Immer noch 1000 irgendwas. Kann ich jetzt im Moment bei Baupläne irgendwas machen? Ich habe ja schließlich jetzt 1000. Ja, und dafür bräuchte ich 2000 für das Battlestar. 2200. Dann könnte ich einen Battlestar bauen. Ich hätte sogar einen Battlestar. Ich muss euch das eigentlich auch mal zeigen, ne? Ich habe immer noch keine Ahnung, warum ich diese Torpedos nicht machen kann. Jede Einheit mit einem Munitionsfeld kann beim FTL-Eintritt ausgestattet werden. Das Spiel erklärt mir leider nicht, was ich dafür tun muss, um dieses Munitionsfeld oder diesen FTL-Eintritt, um das halt einfach zu realisieren. Und das hier ist genau das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, um das Geschwader MK2 zu bekommen, weil unter Schiffe bauen kann ich es nicht machen. Ihr seht, es geht ja nicht. Wirtschaft. 416 Grad eben in der nächsten Runde. 194 netto. Dann springen wir diese Mission hier wieder drauf. Beenden den Zug. Machen das natürlich sofort. Ja, gar nicht lange fackeln. Fleet Group is jumping in. 3. Alpha. 2, 1. Sich wieder irgendetwas beschützen, nehme ich mal an. Contact with objective. Civilian IFF confirmed. Hostiles are also in the zone. Ziviles Schiff hier. Koloniale Frachter. Hat der irgendwas? Kann der irgendwas? Nein, kann er nicht. Er kann fliegen. Das ist alles. Toll. Oh, verdammt. Okay, wir schicken erstmal unsere ganzen Dinger raus. Also ich habe tatsächlich eine Adamant bekommen für das Zerstören der Gegner. Ich habe eine Adamant verloren, habe eine Adamant bekommen. So say we all. Auch witzig. Die möchte ich dann tatsächlich dann doch etwas so tiefer say we setzen. All. Und Zug beenden. Der erste ist sowieso nie so wichtig, außer dass man halt seine Vipers rausschickt.
Es scheinen... Ah, doch, da hinten. Da hinten gibt's welche. Yes, sir. Da schicke ich jetzt aber nur 3 drauf. Die anderen schicke ich gleich auf den ersten Gegner. Yes, sir. Hä? Jetzt. Ah, okay. Yes, sir. War gerade immer wieder mal verwirrend. Understood. So, und was mache ich mit dir? Fliehen! Der hat wirklich nur Rumpf, der hat nicht mal Panzerung. Was soll denn das? Der hat nicht mal Panzerung. Understood. Denn mit sowas arbeiten, das nicht mehr Panzerung hat. Na dann. Die gehen aber auch wirklich aggressiv auf das Ding los, ey. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal hier Contact. Dann fangen wir doch mal direkt mal an, hier den ersten ins Visier zu nehmen mit allem, was wir haben. Könnte ja sein, dass irgendjemand zum Schuss kommt. Und auch allen mal klar machen, das ist keine Übung. Yes, Commander. 3 Raketensalven reichen hoffentlich von den untersten. Yes, Commander. On it, Commander. Ich hoffe es zumindest. On it, Commander. On it, Commander. Das sollte reichen jetzt hier. Vor allem, weil ja auch schon Vipers mit drauf gehen. Die nächste Raketensalve habe ich dann vor, auf den hier drauf zu holzen. Okay, der zieht sich schon zurück. Also unser Plan ist es einfach zu versuchen, das kleine Schiffchen so gut es geht zu beschützen. Währenddessen der wirklich versucht, hier Fersengeld zu geben. Komm, flieg einfach so schnell du kannst auf nach Mexiko. Wo auch immer Mexiko im All ist. Immer noch auf der Erde. Hostile Unit identified. Hostile Unit identified. Endlich! Kann ich jetzt dem ja einen Gruß mitgeben? Der macht nämlich so Anstalten, dem Teil wirklich gefährlich nahe kommen zu wollen. Das kann ich nicht gutheißen. Das sag ich mal allen hier, kommt Zeit, Feuerreichweite und Genauigkeit zu erhöhen. Dann schauen wir mal, wo wir euch jetzt sinnvoll einsetzen. Yes, sir. On it, Commander. Yes, sir. Ich drehe mich natürlich wieder mit der gesamten Truppe ein. Wenn sie richtig schießen, dann sollen sie auf alle auf das Gleiche schießen. Na, der ist gerade so in Reichweite jetzt hier, der Kollege. Der ist auch gerade so im Reich. Der dreht aber jetzt instant ab. Er hat gerade was gelernt. Understood. So, wir sind gehackt. Das ist doof. Ich will den Hangar sofort reparieren. Wir nähern die Richtung. Näher an den Gegner. Yes, Commander. Auch wenn es zugegebenermaßen gar nicht so einfach ist. Ja, aber ich glaube, das wird gar nicht so schwer, das jetzt zu gewinnen. Auch wenn unsere Trefferchance momentan immer noch etwas gering mir erscheint. Understood. Wir driften einfach immer näher ran.
Yes, Commander. Und der hier flieht, das ist gut. Oh. Spontaner Zielwechsel, Frontpanzerung von der Talon ist runter. Oh, 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 oh. Sag mal, will die rammen oder was? Was wird das hier? Bin dagegen. Feuer frei, alle auf die Talon. Ich habe das Gefühl, die hat eine dumme Idee. Kommt mir so vor, als ob die was saublödes vorhat. So, muss jetzt bloß gucken, dass die auch alle schießen können. Die können alle auf die Talon schießen. Wir werden langsamer. So say we all. So. Das nehmt sie raus. Zack. So zu dem Thema. Scheinbar Ziel gewechselt. Selbst wenn sie es versucht hätte, ich glaube, sie hatte es nicht wirklich vor. Aber wir haben es ja schon erlebt. Yes, Commander. Ne? Man kann sich da ja leider nie sicher sein, dass die Zylonische da am Ende doch auf die Idee kommt. Ach komm, Ram, yes, macht Commander. Spaß. Ich bin nur eine Maschine. Ich kann mein Bewusstsein wieder irgendwo uploaden auf einen USB-Stick und so. Ne? Der Mensch ist tot. Das ist ja das Unfaire der Sache. So, liebe Leute, wir machen weiter in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, schöne Zeit. Tschüss und Ade.